武器の多さなんて関係ねえ。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。Herzlich willkommen zurück hier in meinem Kanal. Zum einen vielen Dank für euren Support. Es ist mega geil, was ihr immer hier macht mit den Kommentaren und liken und angucken und mich einfach supporten. Und falls du neu bist, wenn dir mein Content gefällt, lass auch ein Abo da, lass ein Like da. Und falls er dir nicht gefällt, wäre es cool, wenn du trotzdem vielleicht einen kleinen Kommentar da lässt, wieso, damit ich meinen Content an sich verbessern kann. Vielen Dank für euren Support, jetzt geht's los mit dem Tutorial. Und zwar geht es mal heute um die Freundschaftspunkte. Denn ich habe letztes Mal durch einen Kommentar gemerkt, wo bei dem Kakarott, How to Farm Kakarott, halt gesagt wurde, ich wusste gar nicht, dass halt bestimmte Charaktere halt mehr Seelendrop verursachen. Dachte ich mir so, okay, vielleicht gibt es doch noch sehr viele Anfänger, die verschiedene Kleinigkeiten einfach nicht wissen. Deswegen hier mal das Tutorial, wie ihr Freundschaftspunkte farmt. Ihr wisst wahrscheinlich, dass ihr unter den Punkt Verstärkung hier diese, na los, lass uns kämpfen Mission habt. Die geben euch Freundschaftspunkte. Das könnt ihr so vor euch hin machen, aber ihr könnt das Ganze auch optimieren. Sagen wir jetzt mal, ihr wollt zum Beispiel für Charlotte einen bestimmten Spezialangriff lernen oder ihr wollt zum Beispiel diese Mission hier machen. Hier sollt ihr bestimmte Charaktere auf Freundschaftsrang 5 bringen. So, wie könnt ihr das am schnellsten machen, ohne viele Ressourcen zu verschwenden? Zum einen braucht ihr erstmal diese Ausrüstung hier. Die kriegt ihr bei den Z-Seelenmedaillen. Und im Bestfalle habt ihr alle drei Werte auf 3%. Das heißt, ihr habt dann am Ende 27% mehr Freundschaftspunkte, die ihr bekommt. Jetzt kann man ja dieser Lass uns kämpfen nur zweimal am Tag machen. Ihr könnt aber noch anders Freundschaftspunkte farmen. Und zwar... Nein, falsches Kapitel. Hier. Also soweit ich weiß, ist das im Moment noch das höchste Level gegen den... Nein, das ist der falsche. Besser. Na? Was ist er denn? Doch jetzt dran vorbei. Ich das? Doch, hier. So, gegen den Super Saiyajin 3. Ihr könnt ja mal hier gucken. Ich habe ja jetzt den Super Saiyajin 3 die Ausrüstung gegeben. Moment. Nee, doch. So. Der hat jetzt 4500. Diese Mission gibt euch, glaube ich, 1100 oder 1200 Freundschaftspunkte. Um das mal zu zeigen, gehen wir mal kurz rein. Wichtig ist auch, das geht nur und ausschließlich, wenn ihr wirklich in den Kampf aktiv geht. Das geht nicht mit Freipässe. So. Wenn ihr natürlich die Ausrüstung auf Maximum habt, was ich leider auch nicht habe, dann kriegt ihr einfach mal 27% mehr von diesen 1100 Freundschaftspunkten. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es 1100 oder 1200 war. Wir waren vorhin bei 4,5 wohlgemerkt. Ah, ist heute ein bisschen träge. So, wenn wir jetzt hier nochmal reingehen, dann seht ihr, wir sind jetzt auf 3,2 runter. Das heißt, ich habe jetzt ungefähr 1,3 an Punkte gemacht. Das dauert ein bisschen, ich weiß, weil ihr füllt ja immer nur so ein Kristall auf. Aber so könnt ihr, wenn ihr denn wollt, oder vielleicht kommen ja nochmal andere Sachen, wofür man Freundschaftspunkte braucht, oder ihr wollt bestimmte Spezialangriffe Charlotte lernen, dann könnt ihr das hiermit machen. Ich finde es ein bisschen doof, dass Dragon Ball Legends das halt nicht richtig ausnutzt, diese Freundschaftspunkte, weil man könnte so viel damit machen. Stellt euch vor, ihr könnt nicht nur Spezialangriffe lernen, sondern man könnte auch die Uniques lernen. Dass man halt irgendwie, redest du von Krillin oder so, Krillin stirbt und Charlotte kriegt irgendwie einen Buff oder so von dem roten Super Saiyajin Goku. Sowas zum Beispiel. Oder man könnte die grüne Karte wäre mega geil, wenn er die erlernen könnte. Aber hier nochmal zum Beispiel, ihr seht hier nämlich, Moment, hier ist es bei Rang 1, bei manchen ist es halt Rang 2. Ich glaube, Rang 3 gibt es auch ein paar, die das brauchen, um halt den Freundschaftsrang zu erhöhen. Wie ihr seht, da braucht man halt diese Freundschaftsränge. So. Und für die Mission halt, wie gesagt, auch. An der, nochmal zu dem Thema gerade mit Charlotte. Und was wäre denn bitte geiler als
ab einem bestimmten Level eine Fusion mit irgendeinem Charakter machen zu können. Und Charlotte hat so eine Art Zenkai, sodass er halt 4 Uniques hat. 2 von sich, je nach Form, und 2 von einem anderen Charakter. Das wäre doch mal mega geil. Stellt euch vor, der könnte mit Kefla fusionieren als Super Saiyajin 2. Buff auf Super Saiyajins und jedes Mal, wenn ein Angriff kommt, nochmal Buff und so weiter. Das wäre richtig geil. So könnte man seinen Charakter richtig geil customizen. Aber ich glaube nicht, dass sie das jemals machen werden. So. Das war es eigentlich schon soweit zu Freundschaftspunkten. Ich zeige euch dann natürlich nochmal, wo ihr die Ausrüstung bekommt. Ja, der braucht heute ultra lange. So. Das geht nämlich hier bei den Z-Serien-Medaillen. Und zwar unter Sonstiges. Und hier habt ihr die Ausrüstung. Ich würde euch aber nicht empfehlen, so viel darauf zu verschwenden. Ihr seht, ich habe jetzt auch nicht mehr viel und die kostet einfach mal 1000. Dann gebe ich euch noch den Bonustipp. Ihr habt ja hier, gehe ich nochmal kurz rein, gerade gesehen, dass ihr hier auch Abenteuerschlüssel habt. Und genauso habt ihr auch hier Abenteuerschlüssel. Moment, da. So, ihr könnt, wenn ihr hier unter Abenteuer geht, hier ja die Abenteuerschlüssel nutzen. Jetzt ist eine Sache wichtig, weil ich habe es letztes Mal an einen Kollegen gemerkt, der hat es auch nicht sofort gecheckt. Wenn ihr solche 23 Stunden Abenteuer habt, dann solltet ihr die nicht hier oben ausrüsten. Und zwar deswegen, weil ihr ja diese 4 Slots hier, also von 4 bis 7, mit den Abenteuerschlüsseln freischalten müsst. Das heißt, immer wenn es 10 verbraucht sind, müsst ihr wieder nachrüsten. Das heißt, wenn ihr da die 1-Stunden-Abenteuer beispielsweise drauf macht, habt ihr nach 10 Abenteuern auf diesem Slot euren Slot verbraucht. Macht relativ wenig Sinn, wenn ihr hier oben den 23er reinmacht, weil den könnt ihr so oft nutzen, wie ihr wollt. Das heißt, wenn ihr 7 Stunden und 23 Stunden oder irgendwie sowas in die Richtung habt, macht die hier unten rein, wo halt ihr nicht wollt, dass ihr viele von diesen Schlüsseln verbraucht. Das heißt, am besten auf 6 und 7, weil die sind halt, ja, sehr viel begrenzter als die anderen. Rüstet ihr am besten da aus und wollt ihr mal ein Abenteuer löschen, das geht ja leider nicht, ihr seht ja hier, ich habe hier auch relativ viele Abenteuer und ich kann sie nicht löschen, dann könnt ihr nur Folgendes machen, es dauert ein bisschen länger, ihr geht dann halt, ihr nehmt irgendein Abenteuer, was ihr loswerden wollt, rüstet das aus, geht auf unterwegs, geht auf sofortige Heimkehr, nimmt das nächste Abenteuer, was ihr loswerden wollt, schickt die Charaktere rein, geht sofort wieder auf sofortige Heimkehr und so weiter. So könnt ihr halt die Abenteuer loswerden und könnt euch dann hier, wenn ihr zum Beispiel die 1-Stunden-Abenteuer haben wollt, wieder neue holen. Holt euch am besten immer so viele wie möglich, weil die rutschen halt immer einen nach oben. Das heißt, die neuesten Abenteuer sind ganz unten, also so wie ich es jetzt sortiert habe, und die alten Abenteuer sind ganz oben. Das heißt, ihr sortiert die einfach nur um und dann passt das wieder. So, das war es eigentlich auch schon soweit zu Abenteuer. Ich würde euch bitten, wenn ihr mehr solche Tipps wollt, schreibt es in die Kommentare. Habt ihr Fragen, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare. Und ja, solltet ihr Fragen haben, werde ich dazu nochmal ein Video machen. Das war es eigentlich auch schon soweit von meiner Seite. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit Dragon Ball Legends und bis zum nächsten Mal.